Die Bosse mögen. Bei sich daheim. Du schon wieder? Was zum Teufel willst du? Wo zum Teufel hast du das her? Okay, hör mal zu, Kumpel. Du hast da verdammt gefährliche Scheiße in der Hand. Das Buch da könnte mein Todesurteil sein, wenn es die falschen Leute in die Hände kriegen. Lass uns reden. Was willst du? Was kann ich für dich tun? Okay, du hast mich an den Eiern. Hier sind ein paar hundert Kronkorken. Vielleicht kann ich damit deine Freundschaft kaufen. Natürlich kann ich dich dafür bezahlen. Aber ich habe auch ein paar Infos über die Geschäfte der Familie, die dich interessieren könnten. Unter uns gesagt, könnten wir der Sache kräftig Sand ins Getriebe streuen und ein paar Leben retten, einschließlich meinem. Oh, hier sind ein paar Kronkorken. Jetzt gib mir die Aufzeichnungen. Ja, gut so. Ich sag dir jetzt, was ich über die Geschäfte der Familie weiß. Die Bosse, Big Sal und Nero, arbeiten schon eine Weile an dieser Sache. Sie rüsten sich durch diesen neuen Kerl namens Troik hoch wie eine Armee. Sie haben sich auch einen Spezialisten namens Clanton geholt. So wurde er uns wenigstens vorgestellt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sie geben ihm allerdings wohl freie Hand. Scheint ein netter Kerl zu sein, aber irgendwie macht er mich nervös. Er ist etwas arrogant, aber auch nett. Und ich habe ihn nie ficken oder zocken sehen. Jeder hat doch ein Laster, aber der Kerl wirkt wie der Papst. Okay, dann leg mal los. Ist ein lebhafter kleiner Wichser. Den halben Tag ist er mit Drogen vollgepumpt, den Rest des Tages pumpt er Nutten mit seinem Schwanz auf. Er hat irgendwelche Kontakte, deshalb kann er riesige Waffenladungen auf den Strip schmuggeln. Die Bosse haben ihn bei den Sackhaaren, haben den Mord an einer Nutte vertuscht, die er im Psycho-Rausch umgenietet hat. Dafür kriegen wir Waffen. Okay. Nein, nur dass es um Waffen geht und eine große Sache wird. Eine sehr große. Nur Nero und Big Sal wissen alles und die sagen nichts. Okay, dann leg mal los. Okay, du findest mich hier oben in meinem Zimmer. Ich lass die Gorillas wissen, dass du ein Freund der Familie bist, dann hast du mehr Zugang. Und, hat Benny gebettelt, bevor sie ihn ausgeknipst haben? Hey, Sie sind doch Caccinos Freund. Geht es um Geschäfte? Tut mir leid, aber so gut kenne ich Sie wirklich nicht. Und Sie haben in unseren Geschäften nicht mitzumischen. Wir führen ein Hotel. Was glauben Sie denn, was unser Geschäft ist? Gut, kommen Sie jederzeit wieder. Die Bosse mögen bei sich daheim keinen Ärger. Ach du Kacke, Sie waren im Lucky 38? Haben Sie dort auch den Obermacker getroffen? Niemand weiß, wer gewinnen wird. Legion oder RNK. Für uns hier wird es wohl kaum eine Rolle spielen. Wer sind Sie? Ich habe Ihnen nichts getan. Lassen Sie mich in Ruhe.
Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich bin nur ein Gast hier, der sich ein wenig amüsiert. Oh Mann, ich will gar nicht darüber nachdenken. Das ganze verdammte Blut. Ich war wie jeden Abend im Hotel. Ich habe ein paar Drogen mit dem Mädchen genommen, mit dem ich da war. Aber sowas haut mich nie um. Dieses Mal schon. Plötzlich wache ich auf und sie liegt neben mir, erstochen. Neben dem Bett ist ein Messer und ich bin voll von ihrem Blut. Ich habe immer ein kleines Klappmesser dabei. Man weiß nie, wann es Schwierigkeiten gibt. In Ordnung, raus damit. An diesem Abend? Hauptsächlich Buffout. Verschnitten mit ein bisschen Jet und runtergespült mit Whisky. So wie jeden Samstagabend. Was? Ja, stimmt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. In Ordnung, raus damit. Als ich die Leiche sah, fing ich an zu schreien. Ein paar Sekunden später waren ihre Soldaten da, die das Zimmer aufräumten. Sie boten mir ihr Schweigen an, wenn ich ihnen helfen würde, an große Mengen Schusswaffen zu stark reduzierten Preisen zu kommen. Worüber wollen Sie reden? Cacino? Cacino hat was? Machen Sie Witze? Der will mich wohl umbringen. Worüber wollen Sie reden? Tschüss. Scheiß auf nicht zu Hause. Muss nett oben im Lucky 38 sein. Gibt es etwas zu bereden? Ach, Troik? Was will er? Mehr Jet, neue Mädchen? Oder zur Abwechslung mal ein oder zwei Jungs? Was? Dass er ein blutrünstiger Jetschlucker ist? Das ist hier keine neue Geschichte. Ja, ich sehe, worauf Sie hinaus wollen. Gut, sagen Sie Troik, dass er sich auf den Weg machen kann. Gut, kommen Sie jederzeit wieder. Was gibt's denn da so dumm zu glas? Sie schon wieder? Fassen Sie sich kurz. Scheiße, wirklich? Okay, ich helfe Ihnen, aber sobald ich kann, haue ich von hier ab. Sie lagern sie in einem kleinen Mehrzweckbereich im Keller. Keine Ahnung, warum sie sich bewaffnen, aber ganz sicher nicht zum Wohl der Menschheit. Ich bin ziemlich stolz auf mich selbst. Das ist ein Geniestreich, wenn ich mal so bescheiden sein darf. Die Sache beginnt mit einem alten Kumpel aus der Republik. Er ist für die Verpackung und den Versand von Nachschub an die RNK auf dem Strip zuständig. Er markiert alle Container, die Lebensmittel und Medikamente enthalten, und packt dann Waffen und anderen Scheiß rein. Dann muss man nur noch den einen oder anderen Kerl schmieren, damit ich mir ein oder zwei Container aus jeder Lieferung aussuchen kann. Kinderleicht. Gut, aber machen Sie schnell. Ich habe als kleines Hobby etwas Thermit hergestellt. Thermit brennt wie das Arschloch des Teufels und schmilzt so ziemlich alles. Ich wollte, dass ich noch ein wenig Schaden anrichten kann, wenn die Familie mich hintergeht und bevor ich sterbe oder im Gefängnis lande. Okay, hier das Thermit und ein Schlüssel zum Raum, in dem die Waffen gelagert werden. Platzieren Sie das Thermit an den Kisten im Raum. Ich habe den Lichtschalter außerhalb des Raums so manipuliert, dass er einen Funken erzeugt, der das Thermit auslöst und den Scheiß einschmilzt. Nach unserem Gespräch werde ich verduften. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn die Bosse das rausfinden.
Thermit ist eine Mischung aus Rost und Aluminiumpulver. Wenn man es ein wenig erhitzt, wird eine enorme Menge Hitze erzeugt. Genug Hitze, um so ziemlich alles zu schmelzen. Sollte kurzen Prozess mit den Waffen machen. Gut, von mir aus. Wiedersehen. Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Hey, schön, Sie zu sehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich bin ein enger Freund der Familie. Ich verrichte ein paar unabhängige Arbeiten hier im Casino und Sie geben mir dieses tolle Zimmer. Casino. Ja, den Namen kenne ich. Keine Ahnung, warum er sie zu mir schicken sollte. Hilft er beim Zimmerservice aus oder so? Bis später.